Wir haben Gäste. Und zwar den Matthias von Frosted Games und den Heiko von den Heidelbeeren. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, wir hören euch, weil ihr habt noch nichts gesagt. Hallo. Ich hoffe auch. Ah, wir waren bis gerade eben noch gemutet von eurer Direktion. Okay, na dann. Jetzt hört das nicht mehr. Können wir die ein bisschen lauter im Raum haben, die Gäste, bitte? Das wäre super, schön. Danke. Ja, wir hören euch nämlich wirklich kaum. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen mit euch nämlich heute sprechen über Spiele und Spieleauflagen tatsächlich. Also wie macht man so eine Auflagenplanung als Verlag? Das finden wir eigentlich alle ein recht spannendes Thema, denke ich mir, weil das ist immer so ein viel diskutiertes Ding in der Spieleszene. So, meistens geht es dann eigentlich um Spielepreise. Warum sind die teuer, wann sind dann so billiger und sonst irgendwie? Und dann kommt immer irgendeiner und sagt, ja, das liegt daran, dass von dem Spiel 1 Million produziert werden, von den anderen 1000 und so weiter. Aber irgendjemand muss ja mal festlegen, wie viel da eigentlich gemacht werden, wann und warum und weshalb und so weiter. Und das wollen wir halt heute mal rausfinden, wie das eigentlich geplant wird, solche Auflagengrößen. Und deswegen dachten wir uns, wir rufen uns mal so ein paar Profis an hier, fragen die mal, was sie dazu sagen und lernen was dabei, oder? Dann würde ich sagen, sollen die Profis sich mal erstmal vorstellen, oder? Damit auch jeder Bescheid weiß. Bin ich auch dafür. Matthias, willst du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Also hättet ihr Profis haben wollen, hättet ihr natürlich mich nicht einladen dürfen. Ich bin der Matthias. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter bei Deepprint Games und Inhaber von Frosted Games. Und jetzt seit gefühlt 21 Jahren in diesem Business irgendwie in der einen oder anderen Version drin. Und spielen ist mein Leben und das ist dann so. Heiko? Ja, mein Name ist Heiko Eller-Bilz. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer von Heidelberg Games. Heidelberg Games gibt es so gesehen seit 2019 und vorher waren wir sehr, sehr lange Heidelberger Spieleverlag mit einem kurzen Intermezzo mit Asmodee sozusagen. Ich bin effektiv auch seit dem Jahr 2000 tätig in der Branche. Habe in einem schäbigen Laden angefangen, aber irgendwann durfte ich dann auch ein bisschen mehr machen. Ja. Schäbiges, wie es in einem kleinen Independent-Laden, der cool war. Das ist genau eben. Ja, also bevor man überhaupt ein Spiel machen kann, muss man es ja erstmal finden. Wie kommt ihr so zu euren neuen Spielen? Also gibt es da verschiedene Wege, irgendwelche grundsätzlichen Vorgehensweisen, wie ihr festlegt, was ihr da als nächstes machen wollt? Matthias? Jetzt hören wir beide nicht mehr. Eine Sekunde, wir hören euch nicht mehr. Naja. Das war wahrscheinlich zu laut jetzt und jetzt ist es kaputt. Tja, wer weiß. So. Ich brabbel halt ein bisschen vor mich hin. Jetzt. Wunderbar. Jetzt. Wunderbar. So, ja, dann. Heiko, du hast, glaube ich, schon angefangen zu reden, oder? Dann nochmal. Wir haben uns geeinigt, dass ich mal anfange. So weit sind wir. ich denke, da hat jeder natürlich so ein bisschen seinen eigenen Style. Ja, und ich denke, bei uns ist es so, es gibt natürlich zwei Sachen, die man unterscheiden muss. Das eine ist die Spiele, die man eben in-house entwickelt. Also wie es finde ich, die Spiele, die ich sozusagen wirklich machen will, also Spielideen. Und das andere ist halt natürlich, was für Spiele will ich hier im Markt sozusagen in Deutschland umsetzen, das uns ja auch alle betrifft. Ja. Und jetzt würde ich mal erstmal zum Thema, für mich eigentlich das Wichtigere ist tatsächlich, welche Spiele wollen wir machen und entwickeln im Großen und Ganzen. Ja. Und da gibt es halt schlicht und ergreifend, wie bei jedem normalen Buch im Spielen auch, es gibt meistens Autoren, ja, und da draußen schwirren ganz schön viele rum, ganz schön viele kreative Köpfe, ja. Und letztendlich ist unser Job aus sie. Das heißt, wir versuchen das, ich glaube, jeder Verlag auf seine Weise versucht das so ein bisschen zu channeln, ja. Das heißt, wir versuchen zu kommunizieren, was wir so für uns suchen, was wir glauben, was am ehesten passt. Aber da wir letztendlich ja auch krasse Innovationen wollen, die wir da nicht aufführen, müssen wir das auch immer aufweichen. Also ich kann nicht sagen, ich will Kinderspiele ab 8 nur das, weil dann entgeht mir vielleicht eine total geniale Idee, die halt nicht da rein. Also es gibt sozusagen so ein vages Portfolio, das wir definieren und dann hoffen wir, dass eben die Spieleautoren, die sozusagen auf uns zukommen, eben auch in dem Portfolio uns das anbieten. Und die Realität ist, es klappt überhaupt nicht. Ist das bei euch auch so, Matthias? Absolut, absolut. Ich meine, man geht natürlich, man hat das auf der einen Seite wirklich, dass die halt ohne Ende einen irgendwelche E-Mails senden mit irgendwelchen
kleinen Factsheets und irgendwelchen PNP-Dateien und ich weiß nicht was alles und man denkt sich so, du weißt schon, dass wir jetzt kein Verlag sind, der zum Beispiel Kinderspiele macht oder Partyspiele für 12 Personen oder ähnliche Sachen. Und dann, da wünscht man sich immer, dass die Autoren ein bisschen mehr so aus sich aus ihrer eigenen Blase rausgehen und gucken, so, was machen denn die Verlage, die ich anschreibe? Weil manchmal geht es ihnen einfach nur darum, ja, ich will veröffentlicht werden und dann schreibe ich einfach alle an. Aber was wir natürlich auch noch machen, ist, wir gehen natürlich auch auf Veranstaltungen, wo wir mehr oder weniger zu den Autoren gehen können in dem Sinne, zum Beispiel das Spielautorentreffen in Göttingen. Und da sitzen dann 200 Autoren in einem großen Raum und wir können halt von Tisch zu Tisch gehen und sagen, ah, das könnte was sein, das könnte nichts sein. Und da hat man meistens so ein bisschen mehr so das Auge drauf. Und da ist es immer noch schwer, was zu finden. Also selbst bei diesen 200 Autoren, da sind jede Menge tolle Ideen, aber es muss dann halt wieder zu einem selber und zum Verlag passen. Und dann, das engt das dann doch wieder ein. Und wenn ihr es jetzt geschafft habt, ihr habt euch jetzt was Schönes ausgesucht, ihr habt es entwickelt, wie auch immer, und jetzt soll es gedruckt werden. Dann geht es ja dann wirklich darum, wie viele macht man da jetzt eigentlich? Ja, also wie konkret ermittelt man denn die Auflagengröße für seine allererste Produktionsaufforderung oder Anforderung oder wie auch immer? Willst du anfangen, Matthias? Ich wollte sagen, einfach mit dem Daumen, also so Pi mal Daumen. Man überlegt so, was könnte denn jetzt passen? Nee, tatsächlich ist es deutlich schwerer als einem lieb ist. Man hat immer so ein Bauchgefühl und denkt sich so, das ist der geile Scheiß, den ich hier habe. Das muss man eigentlich in großen Mengen verkaufen und die Wahrheit sieht dann doch immer anders aus. Zumindest bei Eigenproduktion ist es ja so, dass man von früh anfängt, dann mit Partnern im Ausland zu reden und dann also denen das zeigt und so und dann auch ein Gefühl von Feedback hat, was sagen die Partner dazu. Und wenn dann so und so viele Partner dabei sind und man sagt, ich habe jetzt hier schon eine Auflage von X, dann habe ich auch selber ein persönlich gutes Gefühl dafür zu sagen, dann traue ich mir auch, ob ich jetzt da 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 nehme, dass man da einfach mal so ein Gefühl für diese Zahl kriegt. Das ist so, sage ich jetzt mal, mit Eigenproduktion so der beste Indikator, den man haben kann. Und man redet natürlich mit seinem Vertrieb und sagt so, was denkst du, wie viel deine Vertriebsleute an der Stelle davon verkaufen können? Und die sagen dann einem auch eine Hausnummer. Wenn das gut übereinander passt, dann hat man umso ein besseres Bauchgefühl, wenn da eine Lücke klafft, dann geht man meistens zurück an den Leister und sagt so, okay, habe ich mehr Recht oder hat der Vertriebler mehr Recht? Aber da hat Heiko wahrscheinlich auch entsprechende Erfahrungen mit Vertrieb. Ja. Also letztendlich ist es natürlich so, dass erstmal das Wichtigste ist, sage ich mal, was für eine Größe von Spiel wir haben, das macht einen Riesenunterschied. Das heißt, jetzt gerade bei mir, da ich ja sehr viele Kartenspiele mache, ist das halt zum Beispiel eine ganz andere Liga wie bei einem großen Spiel. Weil es ist ein Unterschied, wenn ich 2000 Kartenspiele verkaufe und jetzt sage ich mal, ich verdiene 2-3 Euro pro Stück, dann sind das, sage ich mal, ist das halt so der potenzielle Profit, den ich dann vielleicht hätte. Und das ist ja gar nicht so viel Geld, um irgendwie ein Spiel zu entwickeln. Weil man bezahlt ja die Leute, man bezahlt Artwork und so weiter. Wenn ich jetzt halt ein Spiel habe, das 50 Euro Verkauf kostet, verdiene ich pro Spiel natürlich mehr. Das heißt, ich als Kartenspielmensch bin automatisch eigentlich zu höheren Auflagen ein bisschen gezwungen. Initial in unseren Eigenentwicklungen, die wir machen. Das heißt, für uns ist zum Beispiel auch, genau wie bei Matthias auch, das Internationale wichtig, wir machen immer Deutsch und Englisch parallel. Es gibt nie ein Spiel nur auf Deutsch, das können sich nur große Verlage in Deutschland erlauben, glaube ich. Also das ist, wir sind auf, weil inzwischen die Märkte in meinen Augen auch so vernetzt sind, machen wir immer Deutsch und Englisch. Und für mich ist es deswegen auch, ich berechne das, wir lassen uns Zeit für die Entwicklung, eigentlich zu viel Zeit. Ja, aber am Ende ist es auch nicht unsere Philosophie, möglichst viel zu machen, sondern wir hoffen, wir machen wenig und das funktioniert. Das ist natürlich riskanter, aber das meine ich, dass jeder Verlag auch ein bisschen anders. Wenn du halt mehr Spiele hast, breiter aufgestellt bist, dann kannst du auch eher mal ein Risiko verkraften. Ja, das ist natürlich auch so ein Ding. Aber deswegen bei uns ist ganz klar erstmal die Berechnung, wie viel zahlen wir für Artwork, was kostet die Produktion, das holt man alles rein. Und jetzt, wenn ich in einem Kartenspielbereich bin, wenn ich sage, okay, ich zahle 1.000, 2.000 Euro Artwork, ich habe das, was ich für den Autor einrechnen muss pro Spiel und dann habe ich irgendwie das an Produktionskosten und so kann ich es im Markt verkaufen und dann sehe ich ja relativ schnell, ob unser Investment reinkommt oder nicht. Und ich kann mal sagen, für uns ist die Erstauflage nie Profit. Ja. Also die Erstauflage bei Kartenspielen ist immer eine Investition. Wenn ich es alles gut gemacht habe und geil,
kommen wir auf plus minus null rauf und dann mache ich hier einen Sekt auf. Du läufst um mich nach und verdiene endlich Geld. Das würde ich an der Stelle nochmal unterstützen. Also bei keinen Kartenspielen ist es natürlich, also gerade aus meiner Erfahrung mit Buttonshire ist das ganz genauso. Die erste Auflage, da bist du froh, wenn du mit plus minus null rauskommst. Und dann hoffst du, dass du nachdrucken kannst, damit du da auch Geld verdienst. Das ist aber bei großen Spielen tatsächlich nicht viel anders, weil da die Investitionen größer sind. Die Kosten für die Illustrationen sind teurer, der Grafiker will noch extra Geld. Die Prozente, die der Autor kriegt, sind vielleicht dieselben, aber es sind natürlich dann trotzdem mehr. Die Produktionskosten sind größer, das addiert sich alles und da kommt es dann meistens auch raus. Du sagst, erste Auflage, mindestens Deutsch-Englisch, du willst eigentlich irgendwie mit plus minus null rauskommen, vielleicht noch den 1 Cent gewinnen, dann bist du total happy und sagst so, und wenn das gut lief und die Leute sagen, ja geil, und du nachdrucken kannst, dann fängst du auch erst an, Geld zu verdienen und dann willst du einfach auch, dass dein Spiel so gut ist, dass es diese Nachproduktion gibt. Und da, ich kann dich total verstehen, wenn du sagst so, wir wollen nicht viele Spiele machen, aber da ist natürlich der Vorteil, wenn man viele Spiele macht, streut man dieses Risiko. Und ich habe jetzt auch irgendwie so gelernt, so du willst halt irgendwie so, du packst in deine Berechnung ja auch sowas ein, wie die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Spiel ein Flop wird. Du machst davon, sagen wir mal, so ein kleines Kartenspiel 3000 Stück, du verkaufst davon 300. Der Rest liegt rum. Das ist einfach dann der Flop und das musst du in deine Kalkulation auch eintun. So, wenn ich 6 Spiele mache, dann kann es sein, dass dann 1 oder 2 davon ein Flop werden und die müssten dann die anderen Spiele im Notfall mittragen können. Und das macht die ganze Sache etwas schwieriger. Ist der Vorteil, je größer man als Verlag ist, und ich gucke jetzt mal wieder auf die großen deutschen Verlage, der mit R, der mit K, der mit S, die können das natürlich tatsächlich alles entsprechend streuen, weil sie ein breites Programm haben. Wenn man ein kleinerer Verlag ist, dann will man ein kleineres Programm haben, weil das auch alles viel Zeit kostet und auch gut gemacht werden will. Und dann ist diese Streuung etwas schwieriger und dann darf man sich weniger Flops leisten. Das ist ja auch so, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist. Letztendlich sind die Lokalisationen, die wir für Deutschland machen, ein bisschen so meine Absicherung der Streuung. Das heißt, wenn ich sage, ich habe irgendwie von CGE oder von Horrible Produkte, die ich lokalisiere, da kann ich ja, das muss ich gar nicht entwickeln, das ist schon mal günstiger. Ich muss halt lokalisieren, das kostet auch Geld, kostet auch Zeit und muss es vermarkten. Aber letztendlich steht es nicht im Verhältnis zu einer Eigenentwicklung. Das heißt, diese Dinge sind so ein bisschen, was mein Risiko der Eigenentwicklung sozusagen auffangen kann. So habe ich das ein bisschen bei mir gesteuert. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Ist das eine andere Auflagenentscheidung dann bei Lokalisierung? Oh ja. Eindeutig. Naja, also der Punkt ist ja, wenn man ein Spiel selber entwickelt, dann hat man ja, wie gesagt, schon diese Partner an der Hand, die können einem helfen, die Auflage nach oben zu treiben und damit die Kosten pro Spiel etwas zu senken. Wenn man etwas nach Deutschland holt, dann ist man der Partner, der sich irgendwo mit dranhängt, was versucht, die Produktionskosten zu senken. Aber du hast einfach, du weißt, all das, was da kommt, das muss ich dann halt zu 100% auch selber irgendwie verkaufen. Und da ist dann auf einmal nicht mehr eine Auflage von, also ich sag jetzt mal eine konkrete Sache, so du machst irgendein tolles Spiel. Ich habe zum Beispiel bei Reichhold damals, hatte ich eine erste Auflage von 30.000. Das war nur möglich, weil ich 8 Partner hatte, die weltweit schon damit produziert haben und gesagt haben, wir nehmen X, wir nehmen Y, wir nehmen Z. Und dann hatte ich nur noch das Risiko für die deutsche Auflage. Wenn ich jetzt bei einem anderen Spiel, wie zum Beispiel Endless Winter, wenn wir da jetzt nur die deutsche Version machen, heißt das, wir müssen gucken, wie viele können wir von diesen Deutschen verkaufen, weil wir müssen das tatsächlich, wir können nicht unsere Undkosten auf den Gewinn, den wir über die Partner haben, irgendwie aufteilen. Und dann fängt man schon so zu überlegen, so, wie viel würde ich jetzt davon machen, was glaube ich, was der Markt dafür hergibt. Das macht es schon schwerer. Ist lustig, ist bei mir ein bisschen anders tatsächlich, ja. Aber ich sag mal, ich lokalisiere ja gar nicht so wild. Ich habe ja eher so 2 fixierte Partner. Und dann noch welche, bei denen ich nicht Nein sagen kann. Also es ist gar nicht so, dass wir offensiv nach Relokalisierungen suchen, sondern tatsächlich ist für mich ein Spiel von CGE aufgrund der Marke CGE, die halt in Deutschland eine Präsenz hat, der sicherere Deal, lustigerweise. Klar muss ich das auch verkaufen, aber das Investment ist halt viel geringer. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie von dem Spiel halt 3.000 mache und, wie du sagst, 300 verkaufe, aber es ist so gesehen nur der Produktionspreis, den ich machen muss. Also es ist natürlich, wie du sagst, es ist eine andere Art von Risikostreuung. Aber ich habe eben diesen Fokus auf 2 Partner. Und ich sehe es gar nicht pro Spiel. Wir sehen immer die ganze Line. Also wir sehen CGE als Gesamtprojekt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich tatsächlich ein Vorteil, wenn man so einen festen Partner hat, von dem man genau weiß, der hat ein gutes Standing in der Community. Man ist der deutsche Partner. Und alles, was der macht, man profitiert von dessen Marketing,
von dessen ganzen Aktivitäten auf BGG, auf ganz vielen Kanälen und kann das in dem Sinne unterstützend einfach nur nutzen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist natürlich immer noch Arbeit, aber es ist etwas weniger Arbeit als mit den eigenen Spielen, wo man selber sich dann ins Marketing reinhängen muss. Und da ist natürlich, also da beneide ich dich, Heiko, auch ein bisschen, dass du tatsächlich solche coolen Partner hast, wie CGE, wie Mebo, wie Horrible Games. Das sind tatsächlich tolle Partner. Und solche fixen Partner haben zu können, das wäre natürlich auch ein Traum für mich als Verlag. Aber da bin ich noch ein kleines bisschen von entfernt. Ich hätte tatsächlich mal eine spannende Frage hier. Also tatsächlich ist es so. Tatsächlich ist es, dass wir haben es schon immer gehasst, in so einen Beat-Wettbewerb zu kommen mit Partnern. Deswegen machen wir auch tatsächlich, wenn uns einer ein Spiel anbietet und es ist halt nur ein Spiel, da ist eigentlich bei mir erstmal das Gefühl lieber nicht. Ja? Weil was ich nicht mag, ist, mir bietet jemand ein Spiel, dann sagen wir, oh, finden wir geil, würden wir 2.000 machen. Dann sagt er, ja, wir haben jemand anders, der würde 3.000 machen. Also wenn du 3.000 machst, dann kannst du es haben. Sowas finde ich sehr scheiße und deswegen mache ich sowas eigentlich nicht, weil das so eine blöde Position ist. Ja, ich verstehe das total. Das Problem ist immer natürlich, jetzt mal aus der Sicht von, ich suche meine Partner, du willst natürlich auch, also du gehst ja meistens vor und sagst, okay, ich zeige es dem ersten Partner und hoffe, dass er es haben will. Und manchmal sagst du, ich habe aber nur ein kurzes Zeitfenster, um es Partnern zu zeigen. Und dann zeigst du es mehreren Partnern, um sicher zu gehen, dass du einen von denen wenigstens findest, so Spaghetti an die Wand Klatschsystem. Und dann ist es schon, das passieren kann, dass dann zwei oder drei Partner zurückkommen und sagen, ja, ich möchte das aber gerne haben. Und dann sagst du so, ganz ehrlich, ich finde euch alle toll, ich weiß nicht, wonach ich entscheiden soll. Und dann ist es halt manchmal die Auflage. Und wenn der eine sagt, naja gut, wenn der mehr größere Auflage soll, der das machen, dann sage ich so, alles klar, dann sind wir alle happy, sind wir alle noch Freunde. Das Problem ist, wenn die dann tatsächlich in diesen Beat-Wettbewerb gehen, was ich eigentlich auch nicht will, was natürlich toll ist, aber was das Risiko erhöht, dass dann eine dann vielleicht sich überschätzt und dann zu viel bestellt und das dann nicht verkauft und dann beim nächsten Projekt vielleicht sagt so, du ganz ehrlich, das letzte Mal lief nicht gut, ich will das nächste Projekt von dir nicht sehen. Das ist eine Gefahr, die ich auch nicht sehen will, aber die natürlich passieren kann. Aber man sitzt halt als Verlag da und sagt so, was soll ich denn tun? Ich muss irgendwie mich zwischen euch entscheiden. Und wir sind dazu übergegangen, zumindest zu sagen so, biete uns nicht mehr, sondern sag uns, was machst du, um deine Auflage zu verkaufen? Was machst du an Marketing und was machst du dieses und jenes und wo können wir das vielleicht dann auch unterstützen oder selber mitnutzen? Und das ist etwas, was zumindest meiner Erfahrung nach bei den Partnern dann auch nochmal so andere Sachen ausgelöst hat, wie sie mit uns dann reden. Wenn es dann darum geht, jetzt diese Entscheidung zu treffen, ich mache so und so viel Tausend hiervon und so und so viel Hunderttausend davon, ist das eine reine Chefsache oder macht er das irgendwie anders? Also wer fällt diese Entscheidung? Ja, ich trinke ruhig. also am Ende ist es eine Chefsache, gar keine Frage. In der Praxis ist es so, dass also auf die Print-Seite ist es relativ einfach, weil wir verkaufen selber gar nichts, sondern wir machen alles mit Partnern und die geben uns die Zahlen und dann haben wir eine Zahl. Auf Frosted-Seite ist es so, dass wenn wir Pegasus-exklusive Titel haben, dann Pegasus natürlich sagt so, hey, die Zahl sind wir bereit zu machen, dann kann man mit denen nochmal diskutieren und sagen, wollt ihr nicht lieber diese, jene, sonstige Zahl. Wenn die nicht exklusiv dabei sind, dann ist das tatsächlich am Ende eine Chefsache, wo der dann sagt so, das ist das, was ich glaube. Und dann können die Mitarbeiter immer noch sagen so, wir sehen, dass dieses, jenes, sonstiges und man kann darüber diskutieren, aber der Chef fällt am Ende die Entscheidung. Ja, also die Entscheidung liegt auch immer bei mir. Das liegt aber auch daran, dass ich mir keinen Produktionsmanager leisten kann. Es ist, ich glaube, auch in größeren Verlagen ein bisschen anders. Ja. Nein, aber tatsächlich ist die Entscheidung bei mir und genau wie Matthias, es kommen ja so viele Sachen zusammen, da kommen internationalen Partner. Und da kommt, wie bei uns, wir verkaufen auch nichts. Wir haben auch einen exklusiven Vertrieb in Deutschland, den Heidelberger Spieleverlag. Ja. Das heißt, mit denen bespreche ich. Aber hier kommen natürlich auch die Zwänge. Wenn ich sage, es ist ganz einfach, ich muss 5.000 machen, ansonsten rechnet sich der Scheiß nicht. Dann sagen die normalerweise nicht, geht nicht. Sondern dann wissen die halt, okay, da ist Phase. Aber die geben natürlich auch ihr Feedback und sagen dann, okay, das wird ein Problem oder nicht. Also ich muss ganz viel Input, wie Matthias auch, Ausland, nationaler Vertrieb und so weiter. Und natürlich auch unsere Einschätzungen fließen da rein. Und das ist bei den Lokalisationen ein Ticken anders. Da kann man halt viel mehr auf Erfahrung setzen.
so ein bisschen Vergleich. Aber ja, letztendlich treffe ich diese Entscheidung schon fast immer. Ja. Ich hätte nichts dagegen, das ein bisschen zu delegieren, aber wie gesagt, da muss ich das mir so einen Typen leisten können. Echt? Mir macht die Arbeit total Spaß. Also ich würde es ungern abgeben wollen. Habt ihr auch so richtig daneben gelegen, so was die Auflagengrößen angeht? Also so richtig geschätzt habt? Egal in welche Richtung, ne? Also nach oben oder nach unten. Ja, ich kann das mal ganz schnell beantworten. Ich habe auch daneben gelegen. Also, und bei Codenames. Bei Codenames war es aber tatsächlich nicht nur meine Entscheidung, da war ich die Nummer 2, die sowas entschieden hat. Da habe ich das auch mit meinem damaligen Chef. Aber wir haben bei Codenames damals, initial sind wir von 3000 Stück ausgegangen. Ja. Und das war ein bisschen zu defensiv. Das hat genau einen Tag gereicht. Also, wir haben natürlich dann, das ist, CGE ist eine besondere Situation, weil bei CGE können wir mehr Material drucken und dann wird später noch mehr konfektioniert. Das ist ein ganz interessantes Konzept. Das heißt, wir haben mehr Komponenten, aber wir hatten dann für dieses Essen-Weihnachtsgeschäft sehr, sehr wenig Spiele. Ja, da, also so weiterlegen. Bei Anak war es tatsächlich auch so. Wir haben Anak nur am Bildschirm präsentiert bekommen. Und beim Bildschirm, bei der Präsentation, habe ich halt gedacht, alles klar, habe wieder was gemacht für eure Fans. Super solide, wenn wir wie immer 2.000, 3.000 verkaufen, kein Ding, ja, habe ich dann so gesagt. Das war auch ein Fehler. Aber das waren sozusagen zwei Entscheidungen, wo ich definitiv zu wenig gemacht habe. Zu viel müsste ich jetzt tatsächlich länger überlegen, lustigerweise. Also, ja, das ist, also, ich glaube, zu wenig, da freut man sich immer drüber, dann sagt so, okay, wir müssen nachliefern. Ich glaube, die erste Auflage von Eons End war deutlich zu gering und da habe ich mich ja schon irgendwie so auf 3000 getraut. Ich dachte mir so, das Spiel ist seit 5 Jahren schon auf dem Markt in Englisch. Wer weiß, ob das, wie viel davon verkauft werden. 3000 fand ich eine relativ hohe Nummer, ist im Markt verpufft und der Nachdruck hat dann erstmal gedauert, was momentan noch schwieriger wäre, als es damals vor 2 Jahren noch war. Die andere Richtung verschätzt habe ich mich tatsächlich, und jetzt würde ich tatsächlich nochmal Reikold anführen, das war so eins, so, wo die Partner halt, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, so 30.000 Auflage, die Partner waren alle total begeistert und haben dieses und jenes und so, und im Markt ist das Ding mehr oder weniger gleich so und dann saß ich da auf einer relativ großen deutschen Menge und musste gucken, wie ich das irgendwie bewegt bekomme. Da sieht man dann auch manchmal so, okay, was habe ich denn auch redaktionell für Fehlentscheidungen getroffen? Weil ich glaube, dass so ein Spiel wie Reikold wahrscheinlich als 25- oder 30-Euro-Produkt sich deutlich besser gemacht hat im Markt, als es dann als 50-Euro-Produkt war. Lustig ist, also ich kann hier noch was hinzufügen, tatsächlich ist die Erstauflage ja durch verschiedene Sachen oft relativ klar. Für uns ist oft die Nachauflage die erste Problem gewesen. Weil initial hast du ja immer sowas, Leute sind neugierig, dann gibt es irgendwie, also du kriegst eine Erstauflage hat meistens eine gewisse Verbreitung, weil ja das Spiel ein unbeschriebenes Blatt ist und dann geht eine gewisse Menge raus. Und der größte Fehler ist, du hast jetzt zum Beispiel 2000 gemacht, die haben sich schnell verkauft, dann denkst du, alles klar, kann ich gleich wieder machen. Und das haben wir schon damals zu Heidelberger, gerade bei Kennerspielen, da haben wir oft daneben gelegen tatsächlich. Weil eben das Potenzial an diesem sehr umkämpften Kennerspielmarkt, wo er sagt, das sind Fans von diesem Ding, da setzen sich halt am Ende ein paar Top-Runner durch. Die anderen, die lassen dann schnell nach, tatsächlich. Wir haben oft beim ersten Nachdruck eine Fehlentscheidung getroffen. Das kann ich für uns sagen. Es ist immer trotzdem toll, dass es einen Nachdruck gab, also von da aus gesehen. Eine Lokalisierung halt, meine ich jetzt eher. Ja, aber es ist natürlich auch doof, wenn man sagt, so beim Nachdruck, da mache ich dann Geld und dann macht man das Geld dann trotzdem nicht, weil man daneben lag. Das ist ärgerlich. Aber das ist, wie so oft, Bauchgefühl. Ja. Was ist denn die größte initiale Auflage, die ihr jemals gemacht habt für ein eigenes Spiel? Oder auch von lizenziertes? Also schon beim ersten Mal wusstet, das wird grandios, ich mache da 1 Million von. Kann ich beantworten, gibt es bei mir nicht. Also letztendlich ist es so, dass das Risiko wäre viel zu groß und am Ende ist es so, ein erfolgreiches Spiel hat leider nicht nur was damit zu tun, ob das Spiel gut ist. Es hat damit zu tun, ob gewisse Faktoren zusammenkommen. Vermarktung, Timing, Grafik, sind alles so, und eben das Spiel selbst, es kommt alles zusammen. Und letztendlich sage ich mal im Großen und Ganzen, Codenames zum Beispiel war so ein Ding, da hat halt eben alles gepasst damals. Ja. Aber
Deswegen, ich würde nie in irgendeiner Form, es ist so, wir machen mit den Kartenspielen ganz einfach, wir machen immer 10.000 Stück, 5.000 deutsche, 5.000 englische und unseren eigenen. Das ist einfach, das muss ich machen, ansonsten kommen wir kriegen wir unser Geld nicht wieder zurück. Und wir haben vielleicht mal 20.000 mit irgendwas gemacht, aber mehr würde ich nie machen, egal wie zuversichtlich ich bin. Das ist schon hoch, wie ich finde. Du hast den wichtigsten Faktor nicht genannt. Glück. Glück ist sehr entscheidend, aber nee, tatsächlich ist es ja so, man sagt ja, eine größere Auflage gibt einem natürlich auch mehr Synergie in der Produktion, im Sinne von, dass die Kosten pro Spiel günstiger werden. Aber das ist jetzt nicht so, dass das einfach so eine Gerade nach oben ist, sondern das ist ja so eine E-Kurve, sage ich jetzt mal. Ab einem gewissen Punkt sagst du, das, was ich da jetzt mehr produziere, das macht jetzt den Preis nicht so viel günstiger. Und deswegen wird das auch nie so eine Million, sondern man sagt sich so, ja, so zwischen 10.000 Euro, das ist so das, was sich lohnt so für eine Auflage. Und wenn ich jetzt mehr mache, okay, vielleicht mache ich mal 20.000, weil ich weiß, dieses, jenes, wäre jetzt bei einem kleineren Kartenspiel. Aber bei den größeren Spielen ist bei 10.000 meistens irgendwie so der Cut, das lohnt sich nicht, dann mehr zu machen. Dann sagst du lieber, ich lasse das verkaufen und mache dann nochmal einen Nachdruck hinterher. Mhm. Ist ja auch der Cash. Wie ist denn das bei Erweiterungen? Das ist ja nun ein Thema, da gibt es ja quasi schon Zahlen vom Grundspiel her. Gibt es da so eine Formel, die ihr da anwendet und sagt, wir machen jetzt eine Erweiterung für Spiel XY? Davon nehme ich halt so und so viel Prozent vom verkauften Grundspiel oder gibt es da irgendwie anderen Fakten, Bauchgefühl oder so? Ja, also ich sag mal so, der typische Branchenpunkt sagt irgendwas zwischen 20% und 50%. Und ich sage jetzt mal, das hängt davon ab, für welche Zielgruppe man macht, weil für ein Familienspiel sehe ich es eher bei 20% und bei einem Kenner- oder Expertenspiel so eher Richtung 50. Über 50 halte ich für selten. Also wenn ich weiß, ich habe 5.000 Grundspiele verkauft, dann weiß ich, mehr als 2.500 in Erweiterung werde ich nicht machen. Wenn es eine zweite, dritte Erweiterung wird, wird es dann wahrscheinlich sogar noch weniger. Also gerade ja, ich habe gerade hier... Achso, Heiko, hast du noch was? Weil ja, ich würde das eigentlich unterstreichen letztendlich. Ja. Also es macht einen Riesenunterschied, ob Familienspiel oder Kennerspiel. Und beim Kennerspiel ist es einfach höher, weil da einfach die Bindung an Spiel, das Leute gerne finden, höher ist. Und das würde ich genauso sehen. Aber was man nicht vergessen darf, und das ist eigentlich so gerade jetzt zum Thema Erweiterung, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn man eine neue Erweiterung auf den Markt wirft, dann ist das meistens nochmal so eine Art Marketing-Instrument, um das Grundspiel zu verkaufen. Das soll heißen, von der Erweiterung werden jetzt vielleicht tatsächlich nur so 20% oder so wie vom Grundspiel verkauft, aber von dem Grundspiel selber werden dann nochmal welche verkauft und es lohnt sich dann, das auch nochmal zu verkaufen. Und von da aus gesehen, ich meine, so Marken wie Catan und Carcassonne, da kommen natürlich dauernd irgendwelche, sage ich jetzt mal, Erweiterungen oder Spin-offs oder ähnliche Sachen und das ist Markenpflege, die dafür sorgt, dass das reguläre Grundspiel weiter gut verkauft wird. Und das macht es halt wichtig. Okay, ich habe ja ein Zeichen bekommen, das wollte ich gerade sagen, dass wir zum Ende kommen sollen, weil jetzt tatsächlich schon der nächste Slot ansteht hier bei uns. Ich möchte auf jeden Fall sehr bedanken, ich fand das super spannend. Ja. Ich denke, unsere Zuschauer auch. Also wir haben im Chat so einige Kommentare zugelesen, die dann auch so sich damit eingebracht haben und durchaus auch bestätigt haben, ja, im Prinzip läuft das ja total heiß auf Neuheiten alles hier und es ist schon durchaus schwierig, gerade bei älteren Titeln, wo wir vorhin bei dem Thema Nachauflagen waren und sowas, weil die Leute ja dann immer schon nach dem nächsten heißen Kram gucken und so weiter. Und das ist durchaus hier so einen ähnlichen Tenor gefunden, würde ich sagen. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder mal in echt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schaut vielleicht noch ein bisschen zu, wenn es euch interessiert. Wir haben noch ein paar andere Diskussionsrouten, die ja vielleicht auch euch interessieren. Und ansonsten könnt ihr zuschauen, wie wir zwei uns gegen den Michael und die Melli schlagen bei unseren verschiedenen Spieleinlagen hier. Drückt uns die Daumen. Bitte. Okay. Na dann, wir machen jetzt weiter mit einem Neuheitenvorstellung. Ja, mit Tim, genau. NSV Neuheiten. Genau, der Tim ist da und stellt uns Neuheiten vor vom Nürnberger Spielkartenverlag. Okay, na dann, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüss.